Servus, Servus. Servus, Andi. Ja, 3 Tage Plenum zum Abschluss der Frühjahrssitzungsperiode. Jetzt geht es in die Sommerpause. Jetzt sind wir wirklich kurz davor. Heute war nochmal so richtig Highlight, sage ich jetzt mal. Aber auch die letzten Tage waren ein schlecht. Digitalgesetz haben wir beschlossen. Unsere beiden Gesetzesentwürfe zum Sparkassengesetz beispielsweise. Ja. Was sagst du denn dazu? Was interessiert denn Herrn Keitel noch aus dem Sparkassen? Das interessiert ihn sicherlich nicht mehr. Aber es ist doch klar, dass die Sparkassenverantwortlichen, also die Vorstandsvorsitzenden, weil es ist ja schon lange bekannt, sind ja besser bezahlt als wir Landrat, der ihn verwalten oder beaufsichtigen soll im Verwaltungsrat. Also es ist ein Unding, aber es ist ja sowieso wieder abgelehnt worden, weil alles, was von der AfD kommt, ist ja irgendwo schlecht. Aber die Nachdenker tern es natürlich dann immer wieder, das hat man heute auch gesehen. So ist es. Ja, vor allem haben sie halt nachgedacht über die 2. Stammstrecke. Ja. Riesentuchen war Buchen, ja. Denn es war der Antrag da, dass der Herr Ministerpräsident mal erscheinen soll. Er hat sich 3 Tage jetzt nicht blicken lassen. Vielleicht kommt er noch zu den Schlussworten, man weiß es nicht. Aber sagen Sie mal, die letzte große Entscheidung vor der Sommerpause hat er jetzt halt voll verschlafen. Aus meiner Sicht ist das ein Riesendesaster für die CSU. Man hat auch bei meiner Rede gesehen, dass sie das Thema bis jetzt unterschätzen. Und letztendlich hat es der Söder aus wahltaktischen Gründen einen Eindruck, weil er hat das 2020 erfahren, dass die 2. Stammstrecke, die ja als Bauträger oder Bauausführend ist, die Deutsche Bahn zuständig, aber als Kontrollgremium ist das Bayerische Bauministerium zuständig. Normalerweise würde Söder das machen wie alle CSU-Ministerpräsidenten. Es muss ein Sündenbock gefunden werden, aber er hat den Sündenbock schon austauscht, beziehungsweise die Frau Schreier ist ja erst im Februar aus dem Amt des Bauministeriums ausgeschieden und extra hat er den Herrn Bernreiter engagiert, den Landkreistagspräsidenten, um einen Gegenpol zum Aiwanger in Niederbayern zu setzen. Also man sieht, die sind sich auch nicht mehr ganz grün. Und gerade bei dieser Stammstrecke hat eben der Herr Aiwanger gesagt, ja, ein Baustopp muss jetzt auch überlegt werden. Also er hat eigentlich was losgetreten, was die Grünen voller Inbrunst auch im Ausschuss zelebriert haben. Stopp, Baustopp, Milliardengrab eröffnen, weil wir reden dann von 3 Milliarden, was versenkt werden. Abgesehen davon, wir als AfD sind für eine vernünftige Verkehrsplanung, aber auch gleichzeitig für eine lückenlose Aufklärung. Und dass der Ministerpräsident heute nicht da war, wo dieses starke Thema sogar heute in der Früh im B24 im Radio angekündigt worden ist, da muss ich sagen, hat er die Zeichen der Zeit nicht richtig erkannt. Absolut, absolut. Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter bei der ganzen Stammstreckenproblematik, die Thematik U9 stellen noch, also die U-Bahn-Linie U9. Noch zur Disposition. Heute wurde vom Bernreiter ja auch gesagt, hat, dass das wichtigste und größte und zentralste Verkehrsprojekt in Bayern ist. Ich frage mich da als Rosenheimer Abgeordneter, was ist mit dem Brenner Basistunnelzulauf? Ja, wird der jetzt eingestampft? Ist das gar nicht mehr so hohe Priorität? Lassen Sie uns in noch mehr Zeit? Haben Sie überhaupt mehr Geld dafür? Absolut, ja. Aber das Verkehrsthema wird uns noch längere Zeit begleiten und Verkehr ist natürlich in dem Fall hoheitliche Aufgabe auch in vielen Bereichen, nicht jetzt beim Brenner Basistunnel, aber wir sind vor Ort und wir sind für die Bürger da, aber die bayerische Staatsregierung verschläft anscheinend das eine wie das andere Thema. Letztendlich müssen wir Farbe bekennen im Wahlkampf, man hat halt gesehen, wie erstarrt die CSUler waren, nachdem man meinen Finger in die Wunde gelegt hat, dass eben der Herr Aiwanger eine andere Meinung hat als wir der zuständige Bauminister. Und sie müssen das jetzt mal unter sich ausmachen. Und zum Schluss gibt es ja ein Sprichwort aus der Filmgeschichte, Kevin allein zu Hause, in dem Fall heißt Söder allein zu Hause mit der CSU. Und ich habe es ja dann angekündigt, dann ist halt die CSU, wenn er die Wahl verliert, ist er weg vom Fenster. Wir werden sehen. Wir sind am Ball, jetzt haben wir dann aber noch einen Dringlichkeitsantrag für uns, für Landwirtschaft, wo du involviert bist. Ja, Ralf Stadler spricht für uns und wir haben das im Ausschuss mal besprochen, dass wir die Bauernproteste aus Holland eigentlich auch mal hier thematisieren sollten, denn auch den bayerischen Landwirten geht es nicht so gut, wie die Frau Kaniber
in ihrem Bericht zum AK-Bericht 2022 behauptet, es brennt in der Landwirtschaft in Bayern, um es mal auf den Punkt zu bringen, und zwar in allen Bereichen. Die Milchviehhalter, bei den Geflügelhaltern, beim Gemüsebau, beim Weinbau, bei den Schweinemästern ganz sowieso. Ja. Und dann machen wir aber weiter, das gleiche gilt für die Forstwirtschaft. Es brennt lichterloh. Dieses Artenschutzvolksbegehren hat eine Schneise der Verwüstung im wahrsten Sinne des hinterlassen. Und da müssen wir dringend dran. Jetzt schauen wir mal, wie es heute darauf reagiert. Wir wissen, dass die Frau Kanepa im Ausschuss schon dazu gebeten hat, dass man eben das Thema Bauernprotest nicht nach Bayern hineinträgt. Da haben wir uns gedacht, jetzt erst recht. Alles klar. Gut, dann packen wir es wieder hoch. Wir wünschen euch alle schöne Sommerpause. Wir melden uns dann mit Sommerinterviews etc. Aber frisch erholt, dann packen wir es wieder hoch, dass wir in das Wahlkampfjahr starten. Genau. Andi, alles Gute. Alles Gute, Franz. Servus. Servus.